ich weiß ja, dass du deinen Freund hast und ich finde das total spannend und auch total cool, weil leider ist es ja häufig in unserer Gesellschaft so, dass Männer, die älter sind, mehr dafür gefeiert werden, wenn sie eine junge Frau haben. Und andersrum, leider Gottes, ist es ja dann häufig so, dass eine ältere Frau, die einen jüngeren Mann hat, die dann quasi auch damit geächtet wird, indem gesagt wird, ah, die hat sich nur einen kleinen Sohn genommen, den sie heranziehen kann. Wem sagst du das? Wie empfindest du das bei dir in deiner Beziehung? Das würde mich echt mal interessieren. Ganz ehrlich, ich scheiß total drauf, was andere sagen. Sehr geile Einstellung. Philipp ist ja 21 Jahre jünger als ich. Jasmins Freund Philipp ist erst zarte 24. Also er ist halt vom Geist her unglaublich weit, ja. Philipp arbeitet eben für meinen Produzenten. Dann war er frech und sagt zu mir, Jasmin, weißt du was, ich komme jetzt mit dir nach Hause. Der wohnt eine Stunde weg von mir, da habe ich auch gedacht, wieso kommt der jetzt mit mir nach Hause? Ich komme jetzt mit dir nach Hause und dann gebe ich dir eine Pizza aus. Ja. Seitdem sind wir 24/7 zusammen und ich möchte das überhaupt nicht missen. Und das Schönste, was mir jemals passiert ist, das hätte ich niemals erwartet. Das hätte ich niemals erwartet, dass ich überhaupt noch mal lieben kann. Ja, kriege ich den Pipi, ne? Ja, aber ist so. Das hätte ich echt nicht gedacht. Philipp ist wirklich der Ruhepol und der Mensch, den ich auch an meiner Seite gebraucht habe. Philipp ist immer im Herzen und auch Willi wird es immer bleiben, aber das ist eine andere Art und Weise. Ich lebe im Jetzt, im Heute und im Hier und gucke geradeaus und nach vorne. Und das möchte ich auch so beibehalten. Und weißt du, Jasmin, es geht mir ja genauso. Bei mir ist ja das mit dem Altersunterschied genau umgedreht. Bei mir ist es ja also genau andersrum. Bei mir, mein Freund ist ja 26 Jahre älter als ich. Ach, hör auf. Ja. Stefan ist Arzt und 57. Und ich kenne ihn schon, seitdem ich 18 bin. Ich stehe ja komplett auf ältere Männer. Ich stand schon, das habe ich schon gemerkt, da war ich 10 Jahre alt irgendwie. Das war natürlich noch nicht im sexuellen Kontext, sondern eher so im spielerischen Kontext, dass ich halt einfach auf ältere Typen stehe. Ich habe das gehasst, dass auch meine Eltern, aber auch zu Schulzeiten, meine Mitschüler oder auch Freunde immer gesagt haben, ja, du hättest doch einen Vaterkomplex und du sowieso bald im Grab. Ich stehe nun mal auch auf Männer, die Falten im Gesicht haben. Das ist einfach so. Und das hat ein Jüngerer halt nicht. Ich möchte, dass man das Leben und die Erfahrung auch dem Mann ansieht. Weil ich zum Beispiel nach dieser ganzen dramatischen Beziehung mit meinem Ex, der hat mir ja jeden Tag die Klamotten rausgelegt. Jeden Tag. Ich durfte nichts alleine bestimmen. Aber warum hast du dir das überhaupt gefallen lassen? Weil ich in einer toxischen Beziehung war. Und ich zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm zusammengekommen bin, als ich 23 war, sehr stark depressiv war. Stefan hat mir dann wirklich geholfen, aus dieser toxischen Beziehung rauszukommen. Ich freue mich schon sehr, dass ich jetzt auf Jasmin hier getroffen bin und dass wir wirklich auch viele Gesprächsthemen miteinander haben. Und hast du eigentlich einen Kinderwunsch oder so? Willst du Kinder haben? Ja, ich habe auf jeden Fall einen Kinderwunsch. Also ein Kind wünsche ich mir. Er sagt dann auch, Theresia, du weißt aber, ich bin über 60, wenn... Das weiß ich. Es gibt Leute, die ja mit 80 noch Kinder... Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und ihr werdet den richtigen Zeitpunkt finden und das Richtige machen, da bin ich sicher. Du bist lieb. Danke.